Willkommen zu einem neuen Video über Marios Fliegendose. Heute binde ich nicht selber eine Fliege, sondern der Jakob wird euch einen Streamer binden aus Baitfish Fiber. Was für ein Muster machst du denn? Einfach eine gesteckte Fliege tatsächlich, die ich wirklich zu 90% einsetze auf Barsch, Zander, Rapfen, eigentlich jeglichen Raubfisch, den wir hier im Süßwasser finden, halt dann in unterschiedlichen Größen. Alles klar. Dann zeig mal, was du da tust. Welchen Haken verwendest du? Ich benutze hier den XO774 von Arex. Ist tatsächlich absolut einer meiner Lieblingshaken. Größe 1 bis 2 für Barsch, Seebarsch, Zander. Für Rapfen gehe ich dann auf die Salzwasserversion in Größe 10 und 12. Und für Hecht kann es dann wirklich dann nochmal die großen Größen sein. Also 2.0 und 4.0 gibt es, glaube ich, auch, ne? Und dann binde ich es tatsächlich einfach immer auch mit einem monofilen Faden. Hat einfach den Vorteil, dass der nachher am Kopf dann durchsichtig wird. Genau. Ich benutze jetzt als Kleber hier diesen Paul's Head Varnish. Normalerweise würde ich tatsächlich Gulf Minuteman benutzen, weil ich einfach ein unglaublicher Fan davon bin. Ist aber gerade nicht hier, deswegen machen wir es alternativ jetzt mit dem Head Varnish. Warum Minuteman? Was ist für dich besser? Minuteman ist für mich der Sekundenkleber, der wirklich einfach am längsten hält. Also während ich Zeppe Gap benutze, der nach 2 Wochen austrocknet, kann ich mit Minuteman problemlos 2 Monate binden. Bisschen Bindewachs drumherum und dann hält er wirklich echt lange. Und dazu ist es einfach schneller. Also ich bin von diesen ganzen Varnishes bin ich nicht der größte Fan, weil ich einfach wirklich schnell Resultat will und dann soll es nicht mehr sticky sein, sondern einfach dann auch abgebunden haben sofort. Das heißt, wir fangen ungefähr mit, ich würde sagen, einer halben Bleistiftdicke an und nehmen uns einfach so einen Strang von der Baitfish Fiber und dann müssen wir halt hier uns einfach Gedanken machen, wie lange wir den Streamer binden wollen. Die erste Lage ist immer ein bisschen kürzer gehalten, einfach damit der nachher nicht eintält. Jetzt kann man nämlich hier tatsächlich auch, wenn man jetzt Sekundenkleber, könnte man hier noch den Schwanz versteifen. Das wird dann dieses Eintellen auf jeden Fall auch noch weiter minimieren. Ist aber nicht notwendig bei der Größe jetzt. Wenn ich alle mit Bindelack auch kann machen, wenn du wärmsten reingehst. Genau, kann ich mit Bindelack auch machen, muss ich allerdings ein bisschen warten, weil mir sonst die Fibern verkleben. Ist aber tatsächlich erst wichtiger, wenn ich wirklich in Größen gehe von 15 bis 20 cm Streamer, wenn ich dann für Hecht und Zander dann irgendwie was binde. Genau, ich mache es tatsächlich so, dass ich benutze jetzt normalerweise zu Hause einen Stonefo Transformer und da sind dann immer so Rillen drin und da habe ich Abstufungen, wo ich die Schere ansetze und dann weiß ich immer, wie groß sind und dann werden die auch alle immer ungefähr gleich. Also das ist auf jeden Fall, wenn man sich irgendwie ein paar Markierungen auf seinem Bindestock macht, einfach damit man so den Bereich hat, wie groß seine Fliegen werden sollen. Das finde ich immer sehr, sehr hilfreich, jedenfalls wenn man konstant und gleichmäßig gleiche Fliegen binden will. Da wir jetzt mit einem sehr dünnen monofilen Faden binden, habe ich tatsächlich, jetzt ist das Ding hier auch fast leer, habe ich tatsächlich hier bei jeder Schicht immer ein bisschen Kleber drauf, damit das einfach dieser Vanish oder auch Sekundenkleber, die lösen halt den monofilen Faden mehr oder weniger an und machen dann wirklich so eine einheitliche Verbindung aus Synthetikfiber und monofilem Faden. Ja, das ist das, was ich auch in einigen Videos schon erzählt habe, das ist nachher so eine Masse, ist transparent, man sieht den Faden gar nicht mehr und hat eine unwahrscheinlich hohe Festigkeit. Also das ist das, was ich auch liebe an monofilen Garn. Genau, also es gibt für diese ganzen Fiber-Streamer gibt es eigentlich kein besseres Bindegarn als monofiles. Ich nehme tatsächlich 010er, weil ich finde, dass es einfach ein bisschen, beziehungsweise das ist hier dann, ist auch wahrscheinlich so um die 010, ne? Das ist Uni. Ja, Uni-Monofein. Uni-Monofein. Wird wahrscheinlich so identisch mit einem 010er Monofil sein. 020er geht auch, wird dann aber auch schon wieder alles was klobischer. Ja, 20 ist für die kleinen Fliegen viel zu groß. Ja. Und wie gesagt, muss man einfach ein bisschen vorsichtiger machen. Die können relativ viel aushalten, aber ein bisschen weniger Druck ist dann einfach auch nicht schlimm. Und dann ist es eigentlich auch kein Problem. Und gerade dadurch, dass wir dann nachher auch mit Kleber absichern, ist es dann auch mehr oder weniger egal, weil es dann halt auch einfach so stark miteinander verklebt, dass es so oder so sich nie wieder aufgehen würde. Tatsächlich ist es aber dann wichtig, weil Monofilament ist tatsächlich auch relativ
Ja, ich sag mal, es ist nicht so griffig, ne, wie anderer Bindefaden. Ja. Dementsprechend haben wir natürlich auch, der rutscht ein bisschen auf dem Haken manchmal hin und her. Mhm. Dementsprechend auf jeden Fall am Anfang eine Klebebasis drauf machen auf den Schenk. Ein paar Grundwicklungen, dass das wirklich dann irgendwie dann auch fest ist. So, was die Leute jetzt nicht gesehen haben, du hast ein zweites Bündel weiß genommen, hast dir das zurechtgeschnitten und einfach jetzt ein Drittel von der eigentlichen Faserlänge. Ja, es ist tatsächlich ungefähr genommen und in der Mitte eingebunden und wirst das gleich nach hinten umklappen wahrscheinlich. Genau, ich werde das einfach mehr oder weniger stacken. Die exakte Länge ist jetzt gerade auch gar nicht so wichtig tatsächlich, weil ich das nachher mit einer Schere trimme. Ja. Aber ja, ungefähr ein Drittel von der Fiber, auch immer ungefähr in der gleichen Dicke, dieser halbe Bleistift. Und genau, das ist das mehr oder weniger dieses Prinzip. Und je nach Hakengröße, also bei den kleinen Rapfenfliegen mache ich zum Beispiel nur einen Stack, aber hier setze ich gleich noch einen zweiten davor. Mhm. So ab Hakengröße 2 arbeite ich dann wirklich mit 3 Stacks quasi. Ne? Also Schwanz plus 2 Stacks davor. Und klar, es ist ein bisschen mehr Arbeit, als irgendwie nachher hinzugehen und sagen, ich mache meine Fliege jetzt mehr oder weniger so fertig, klebe Augen drauf, lass die schwimmen. Aber ich habe dadurch einen etwas dichtereren Kopf. Und drückt natürlich auch ein bisschen mehr Wasser. Zum Pushen ist es auf jeden Fall gut. Es ist natürlich den Kopf zu nehmen, ne? Nicht unbedingt notwendig, um den Fisch zu fangen. Nein. Und es ist deutlich mehr Arbeit. Und man macht echt relativ viel Müll einfach, ne? Weil man einfach richtig viel nachher mit der Schere schnibbelt. Ich meine, ja, nachher sieht der Streamer ungefähr so aus. Zuschauer kennen das von mir, dass ich immer so binde, dass eigentlich gar kein Müll entsteht. Und bei dir ist jetzt eigentlich so das Gegenteil. Mhm. Bei dir entsteht Unmengen Müll. Genau, aber ich habe einen relativ dichten Kopf und dadurch, dass ich dann so einen dichten Kopf habe, habe ich natürlich, dass das Wasser drumherum strömt und ich kriege einen Schwanz, der sich tatsächlich dahinter auch ein bisschen fischiger bewegt. Ne? Das kommt dann auch noch hinzu. Wie gesagt, muss man einfach mal ausprobieren, einfach mal binden, einfach mal testen. Sie wird anders laufen als die ich sonst binde, auf jeden Fall. Ja, ja. Und größere Fische fangen. Und viel mehr Fische natürlich. Größere, schönere und viel mehr. Ja, ja, also. Ganz sicher. Danke. Nee, aber tatsächlich ist, ich habe unglaublich viele gute Fische, aber auch natürlich kleine Fische drauf gefangen jetzt in den letzten Jahren. Ich benutze die Dinge halt ständig, von daher wissen aber ich benutze sie halt mit Fischen und Fangen und dann, ja. Genau, ich benutze sie halt zu 90% und es ist einfach orange, wie ich jetzt hier gerade benutze, hat sich für mich rausgestellt, ist eine Bombenfarbe im Salzwasser und auch auf Zander. Chartreuse weiß ist auch immer überragend. Dann Gelbtöne mit einem braunen Rücken, so Grundelimitationen irgendwie. Oder Köderfisch-Imitationen sind so im Fluss momentan auf Rapfen halt auch echt, echt super gut. Das ist schon alles, also das sind eigentlich auch so die Standardfarben. Grau-Weiß natürlich noch, ne? Ja. Grau-Weiß ist natürlich fischig tatsächlich, würde ich sagen, zu 70% der Zeit. Okay. Ja, das Bindeprinzip, das du jetzt machst, das ist ja das, was man eigentlich von dieser Binderei mit EP-Fiber halt kennt, diese Enrico Puglisi 3D, genau, 3D-Fasern. Ne? Ist genau das Gleiche. Das kannst du tatsächlich halt auch einfach mit jeder Farbe machen. Ne? Ob du das jetzt mit Baitfish-Fiber machst, mit EP-Fiber, mit Pike Monkey oder mit Steve Farrar Blend, gibt es ja glaube ich auch. Das Problem ist bei diesen Steve Farrar Blend, Kingi Blend oder wie auch immer die alle heißen, ist, wenn du die da anwendest, hast du einen extremst dicken Kopf, der sehr viel Luft speichert. Die sind für größere Fliegen geeignet, die Materialien. Ja, ne? Genau, also, weil die kleinen Fliegen würden einfach schwimmen. Ich habe das ist mir tatsächlich, als ich angefangen habe zu binden, mal passiert. Da habe ich so eine ganze Box gebunden, nur mit diesem SF-Blend und habe mir die genauso gebunden. Und dann bin ich zum Seebarsch fahren, zur Küste gefahren, 2,5 Stunden. Und hatte wirklich eine Box voller Streamer, die einfach nicht untergegangen sind. Wo mich das bei Steve Farrar Blend oder Kinky Blend wundert, weil das ja eigentlich so. Das hält ja eigentlich kein Wasser. Also eigentlich müsste ja das Wasser auch wieder sofort eindringen. Ja, aber machst du denn hast du den Kopf so versiegelt mit irgendwelchem Kleber, dass so unter der Luft gehalten wird? Das ist jetzt so lange her. Ich hatte tatsächlich nur die Augen drauf geklebt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Aber das weiß ich noch ziemlich genau. Weil da stand ich da 2,5 Stunden Fahrt und ich stand am Meer und hatte einfach so 20 Fliegen und alle schwommen an der Oberfläche. Und dann habe ich mir beim Angler nebenan eine Shrimp-Imitation dann geklaut und
Das ist tatsächlich jetzt einer meiner besten Angelbuddies. Ganz coole Story. Okay, sehr schön. Genau, also wir haben jetzt... So, jetzt hast du das Grundgerüst. Genau, ne? ich hab abgelackt, mehr oder weniger. Und dann ist es tatsächlich... Oh, das Ding hier raus. Ist es tatsächlich so, dass wir diese Fliege am einfachsten einmal in so einem, mehr oder weniger in so einem Dreieck schneiden. Ne? Das ist einfach so ein bisschen fischig. Ich gehe von hinten immer und schneide dann hier einmal. Ich mache mir deinen Boden hier mal dreckig. Einmal hier am Haken quasi vorbei und das andere mache ich... Ich guck mal gerade auf die Kamera, wie ich es sieht. Schau du mal. Das ist immer das, also von der Kamera, das Schneiden ist immer schwierig, weil du es ja irgendwie drin behalten musst. Weil du jetzt nicht siehst, was passiert natürlich. Aber das, genau, ich habe dann mehr oder weniger hier so ein Dreieck. Das ist so die Grundform, mit die ich dann anfange. Und dann mache ich tatsächlich hier einen geraden Schnitt parallel zum Haken. Der Hakenbogen immer frei. Das ist auch was viele, viele immer vernachlässigen, ist ein freier Hakenbogen. Ne? Also ich sehe das jetzt auch ganz, ganz, ganz viel bei diesen Swimbait-Fliegen. Ich sehe überall so Swimbait-Fliegen mit diesem Offset-Haken, wo da 25 Kilo Material über den Haken gelegt wird. Da wirst du niemals einen Fisch mitfangen. Oder vielleicht einen von 100. Genau, und dann tatsächlich, ich habe das jetzt schon ein paar hundert Mal gemacht, einfach die Schere um die Fliege bewegen und das so ein bisschen abrunden, die Ecken. Geht auch echt, das sieht man jetzt hier echt auch, wie viel Material wieder flöten. Ich denke, dass du so mit zwei Packungen von dem SF-Blend dann ungefähr 10 Fliegen binden kannst, würde ich behaupten. Weil du einfach... Bei Baitfischweiber natürlich auch sein. Ich meinte Baitfischweiber, genau. Deutlich weniger Fliegen. Genau, ich denke, dass du so 10 Fliegen dann ungefähr mit binden kannst. Obwohl, weiß ich nicht, ja. Also ich habe jetzt hier 2 mitgebunden. Ich habe dir das eben geklaut bei dir hinten. vielleicht auch 14. Ja. Aber auf jeden Fall verschwendet man mehr oder weniger viel Material, aber es ist tatsächlich einfach eine gute Fliege. Also die wird seit Jahren auch so gefischt, auch von anderen Leuten irgendwie, die da in Holland unterwegs sind, und ist halt einfach, bringt nach wie vor unglaublich viel Fisch. Und es ist auch einfach, das ist natürlich immer so eine Vertrauenssache auch, aber bei schweren Bedingungen, wenn die Fische picky sind, dann ist das immer die Fliege, die ich fische. Also jedenfalls auf Zander, Barsch, Rapfen, Seebarsch. Bei Hecht habe ich tatsächlich andere Favoriten, aber... Das Laufverhalten im Wasser, ist das jetzt mehr, dass die Fliege, wenn du sie anziehst, dass sie dann einfach gerade läuft und stehen bleibt, oder bricht sie nach rechts, links aus? Nee, sie bricht tatsächlich nicht aus. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt so eine kleine Fliege haben, dass sie einfach zu wenig Gewicht hat. Wir könnten natürlich mit großen Augen das Laufverhalten wahrscheinlich noch beeinflussen. Also wenn ich große Augen an der Fliege reinsetze, dann kann ich natürlich das Laufverhalten ins Jerk-mäßige verändern. Aber hier die tatsächlich, die werden ganz, ganz, ganz leicht jiggen. Wirklich leicht und sehr langsam, und das ist halt auch gerade das, wo du dann immer die Bisse kriegst. Ne? Du zupfst die an, und das ist das Geile auch an diesem Haken, warum ich den so oft benutze, weil ich natürlich bei Barsch und Zander zum Beispiel am Gewässer Grundfische, und der Haken hat irgendwie so eine geile Biegung, dass ich irgendwie auf jeden Fall weniger Muscheln aufsammle, weniger Hänger habe, und sobald du eine Muschel am Haken hast und du dann einen Biss kriegst, hakst du den Fisch ja auch nicht mehr. Und das ist tatsächlich, wenn du am Boden lang fischst, immer dann relativ wichtig auch, dass das dann irgendwie so klappt. Genau, das ist mehr oder weniger die Fliege. Das ist so der grobe Schnitt. Warte mal, ich muss mal eben die Kameraposition wieder verändern. Ja, ich kann die einfach wieder hier rein. Ja, genau, pack sie rein und. So, okay. Genau, das ist so der grobe Schnitt. Dann wird man jetzt die Augen tatsächlich dann aufkleben. Da habe ich tatsächlich ganz, ganz, ganz lange diesen E6000 benutzt. Da hat sich aber die Konsistenz geändert, und das ist immer so ein Hin und Her mit dem Kleber, und der stinkt auch echt wie die Pest. Der war jahrelang wirklich irgendwie mein Top-Kleber für sowas. Dann habe ich umgeschwenkt auf Epoxy.
muss ich sagen. Was ich immer noch nervig finde, ist ein Superkleber, aber es ist immer nervig, diese zwei Komponenten zusammenzurühren. Und da muss ich sagen, hast du mich mit deinem Kleber echt positiv überrascht. Also da bin ich unglaublich gerne mit. Oh, das ist ein Haken. Aua. Also das finde ich einfach, ist für mich tatsächlich, muss ich sagen, so relativ identisch zu Epoxy, so vom Klebverhalten. Eine relativ geile Konsistenz, um es zu dosieren. Du kannst es danach echt noch gemütlich einarbeiten ins Material mit einer Nadel. Und es ist einfach so von der Klebekonsistenz, finde ich, relativ identisch zu Epoxy. Also das finde ich... Es zieht nur nicht so Fäden. Ja, es braucht relativ lange zum Aushärten. Ne? Also und du musst... Es riecht halt auch nicht wie... Man muss ehrlich sagen... Man muss gleich irgendwie an irgendwas sterben. Ja? Also es hat eigentlich überhaupt gar keinen Geruch. Nee. Du musst aber ehrlich sagen, du musst die Fliege danach mal 20 Minuten zurücklegen, weglegen oder du legst sie halt irgendwie mal 5 Minuten auf eine Heizung. Ne? Ja, ja. Nur was du halt nicht hast, ist, dass irgendwie was tropft oder was wegläuft oder so, sondern der Kleber bleibt einfach an Ort und Stelle. Und genau. Wenn der einmal ausgehärtet ist... Milchig weiß, wird aber komplett durchsichtig und ist wirklich... Wirklich ein schöner Kleber, also da gibt es echt. Aber du hast jetzt nicht, wie es ja oft in EP-Fliegen gemacht wird, so Löcher reingemacht oder sowas, dass du eine Verbindung mit dem Haken bekommst oder so. Also das ist tatsächlich, wird bei den EP-Fliegen oft gemacht. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu umgehen. Die eine Möglichkeit ist, du nimmst dir den vordersten Stack um, klappst ihn nach vorne und ziehst die Dubbing-Nadel mit dem Kleber einmal durch, weil du dann eine Verbindung kriegst zwischen Fieber und Haken. Das ist der einzige Grund, warum es gemacht wird. Und bei dem E6000 muss man einfach sagen, war es einfach notwendig, weil der Kleber sonst nicht wirklich die Augen festgehalten hat. Und die andere Möglichkeit ist halt einfach, dass du jetzt hier wie hier den Kleber oder halt einen Epoxy nimmst. Ich mache das meistens, wenn ich Epoxy nehme, zum Beispiel dann noch mit so einem kleinen Crème Brûlée Brenner dann noch. Oh, jetzt habe ich das Auge rausgezogen. Dann mit einem kleinen Crème Brûlée Brenner mache ich das dann noch heiß, damit es was dünnflüssiger wird. Dann läuft das halt da komplett in die Fibern rein. Dann brauchst du es nicht machen und dann ist es auch einfach, dass das Problem ist, wenn du mit so einem Brenner da dran gehst und du machst es einen Sekündchen zu lang an der falschen Stelle, fällt die Fliege komplett auseinander. Ja. Also das ist deswegen, ich mache es manchmal, wenn ich diese Plastikaugen einbinde, dann mache ich es, weil die haben dann oft dann dieses kleinen Pin noch. Ne? Ja, genau, und dann, diese Dorn, der genau. Verbindung mit dem und dann willst du es halt auch ein bisschen versenken im Auge, den schneidest du, versuchst natürlich glatt abzuschneiden, aber den willst du natürlich ein bisschen versenken und die Augen benutzt man tatsächlich einfach nur, damit die Fliege vorne ein bisschen mehr Gewicht kriegt, damit die ein bisschen mehr jiggt. Du kannst natürlich aber auch einfach den Kopf jetzt hier mit Kleber oder mit Gulf Flexman kannst du den super dann nochmal irgendwie, dass es der Kleber nochmal reinläuft, dann wird der auch ein bisschen schwieriger, dann kannst du dir die Augen mehr oder weniger sparen. Du kannst in dem Fall, dadurch, dass der Kleber von mir ja wirklich klar aushärtet, kannst du auch einfach so ein bisschen zwischen den Augen auffüllen oder so. Genau, das habe ich ja hier eben bei dem gemacht, also ein bisschen unfreiwillig, muss ich sagen. Du musst dann allerdings gucken, dass auch keine Luft dazwischen bleibt, ja, weil sonst schwimmt er. Also das ist ja. Genau, aber deswegen, also ein bisschen weniger und dann vielleicht einfach ein bisschen UV-Flexman ist dafür, glaube ich, weil er einfach dünnflüssiger ist, ein bisschen schöner und ein bisschen besser geeignet, um es sonst auszufüllen, wenn man das will. Aber das ist mehr oder weniger die Fliege. Das ist, wie gesagt, wenn ich sie jetzt mal drehe. Ist gut, so kannst du das. Sieht man? Ja, perfekt. Also wenn ich die drehe, dann sehen wir, dass da vorne der Kopf halt relativ dick ist. Ne? Also ich habe jetzt echt einen großen Bereich, der Wasser pusht. Und gerade auch, wenn das Wasser so ein bisschen angetrübt ist, kann das auch nochmal helfen. Also muss man ehrlich sagen. Ist ja so oder so schwer genug, mit einer Fliege Druck zu machen. Ne? Ja, ist was ganz anderes, als wenn du einen Wobbler oder was auch immer fischst. Ne? Ja. Was machst du mit den Fliegen? Gibst du die irgendwie unter den Kommentaren ab dann? Das können wir gerne machen. Schreibt doch mal drunter, was so eure... Also irgendein Kommentar, zum einen, ob euch das Ganze gefällt, ob euch das Format gefällt, dass ich mit Gästen halt mal fliegen binde und die ihre Favoriten zeigen. Und unter den Kommentaren verlosen wir einfach drei von den Streamern. Alle, die ihr jetzt gerade hier gebunden habt. Du musst ja noch einen binden. Ja, du musst noch einen für mich binden, für die Vitrine. Und die anderen drei, die verlosen wir einfach. Welche anderen drei? Da brauchen wir jetzt schon vier. Wir brauchen vier, dann musst du halt noch zwei binden. Also Jakob bindet noch zwei, einen für die Vitrine hier und noch einen für euch. Dann haben wir drei für euch. Also fleißig kommentieren, liken. Okay, dann machen wir natürlich auch die Top-Farben. Ne? Dann machen wir Chartreuse-Weiß und dann noch den Grau-Weiß. Genau, mach noch
zwei andere Farben und dann bekommt derjenige, der ausgelost wird, drei Fliegen in drei verschiedenen Farben. So, Jakob, und dir erstmal vielen Dank fürs Mitmachen und fürs Teilen deiner Fliege und ja. Ja, top secret, ne? Video darfst du nie veröffentlichen. Ja, genau. Aber das kennt ja eh schon jeder, von daher. Also nee, aber das ist Prinzip wirklich und es hat eine Fliege, die, schon mal gesehen, die überall funktioniert. Ne? Und wenn man sie nicht kaufen will, sind die von Fulling Mill ja auch relativ ähnlich. Genau, da gibt es sehr ähnliche gute Fliegen aus einem anderen Material. Aber ja, prima. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen noch und habt einen schönen Tag. Euer Mario und euer Jakob. Thank you.